Wie kann das Spiel in pädagogischen Kontexten unterstützt, ermöglicht und gefördert werden? In dieser E-Lecture werde ich Ihnen anhand von 4 Dimensionen zeigen, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. In den vorangegangenen E-Lectures habe ich Ihnen einen Überblick über die Merkmale, die Funktionen und die Formen des Spiels gegeben. Wir werden nun abschließend den Blick darauf richten, wie das Spiel in Kindertageseinrichtungen unterstützt werden kann und welche Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden können. Um das Spiel zu ermöglichen, anzuregen und zu unterstützen, können bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Diese Rahmenbedingungen lassen sich in 4 Dimensionen gliedern. So bedarf es einiger Rahmenbedingungen, die in der Person der pädagogischen Fachkräfte liegen. Weiterhin sind bestimmte räumliche Voraussetzungen zu berücksichtigen. Außerdem sind Objekte, also Spielzeug bzw. Spielmittel, wichtig und schließlich bedarf es der Schaffung bestimmter zeitlicher Rahmenbedingungen. Ich werde im Folgenden zu jeder dieser 4 Dimensionen genauer erläutern, worum es dabei geht. Bei der Dimension Person steht in erster Linie eine bestimmte Grundhaltung gegenüber dem Spiel im Vordergrund. Es geht darum, die Bedeutung des Spiels für Kinder zu akzeptieren und grundsätzlich als positiv zu bewerten. Darauf aufbauend ist es notwendig, die Dauer des kindlichen Spiels zu tolerieren und das Spiel nicht mehr als unbedingt notwendig in den oft eng getakteten Zeitstrukturen des Lebens Erwachsener zu unterwerfen. Die positive Bewertung des Spiels und seiner eigenen Gesetzmäßigkeiten führt auch dazu, sich als Erwachsener prinzipiell zurückzuhalten und nicht einzumischen. Hilfestellung erfolgt dann nur auf Wunsch des Kindes. Dabei ist natürlich das jeweilige Alter der Kinder zu berücksichtigen. Dieser Punkt verweist noch einmal auf etwas, das für pädagogische Fachkräfte oft übersehen wird. Das Mittun und die Beteiligung der Erwachsenen ist nicht prinzipiell die beste Handlungsalternative. Pädagogik besteht eben auch darin, Kindern Freiheiten zu lassen. In den Worten von Gisela Wegener-Spöring, Spiel ist die Freiheit der Kinder. Und damit ist insbesondere auch das Aufmüpfige gemeint, das dem Spiel innewohnen kann, das sich den Zielen und Nützlichkeitserwägungen der Kinder entziehen, sowie das sein eigenes Ding machen. Für die Gestaltung des Raums als eine spielförderliche Umgebung lassen sich verschiedene Anforderungen identifizieren. Die grundlegende Anforderung ist die Schaffung von Freiraum. Spiel benötigt Platz und eben einfach auch leeren, ungestalteten Platz, der von Kindern in Besitz genommen werden kann. Damit einher geht eine gewisse Gestaltbarkeit des Raumes. Ein Raum mit fest verankerten oder schwer zu bewegenden Möbeln ist unflexibel. Räume mit vielen mobilen Elementen hingegen können den jeweils aktuellen Bedürfnissen der Kinder angepasst werden. Das bedeutet auch, dass die Kinder Spuren im Raum hinterlassen, wie dies etwa in der Reggio-Pädagogik durch Wanddokumentation geschieht. In den Wanddokumentationen wird das Spiel der Kinder in Form von Fotos und Kommentaren der Kinder aufgenommen und so an diese zurückgespiegelt. Dies geschieht idealerweise unter Einbeziehung der Kinder. Geht man davon aus, dass sich das Spiel aus den Interessen des Kindes speist, ist es notwendig, Kindern Einfluss auf die Raumgestaltung zu geben. Partizipation der Kinder ist deshalb eine weitere wichtige Anforderung an die spielförderliche Gestaltung von Räumen. Dabei wäre es jedoch unangemessen, davon auszugehen, dass die Kinder in einer Kindertageseinrichtung eine homogene Gruppe mit durchweg gemeinsamen Interessen sind. Vielmehr gibt es sehr verschiedene Bedürfnisse, die von Alter, Interessen und Fähigkeiten der Kinder abhängen. Die besondere Anforderung an Kita-Räume besteht darin, diesen verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dazu werden meist verschiedene Bereiche geschaffen, die den verschiedenen und wechselnden Bedürfnissen der Kinder entsprechen, beispielsweise für Bewegung einerseits und für Entspannung und Rückzug andererseits. In der offenen Arbeit oder in der Reggio-Pädagogik werden nicht nur Bereiche, sondern ganze Räume, Funktionsräume für einzelne Themen reserviert. Unterschiedliche Bedürfnisse können auch durch die Verwendung vielfältigen Materials bei der Raumausstattung befriedigt werden,
etwa indem raue und glatte Oberflächen, gerade und schiefe Ebenen, Weiches und Hartes verwendet werden. Dadurch wird der Raum selbst anregend für das Spiel. Um es Kindern zu ermöglichen, die Übersicht zu behalten, gerade wenn es eben verschiedene Funktionsbereiche gibt, ist eine klare Struktur wichtig. Für Maria Montessori beispielsweise war gerade die äußere Ordnung wichtig. Das heißt, alles soll klar, übersichtlich und aufgeräumt angeordnet sein. Die äußere Ordnung soll zu einer inneren Ordnung führen. Damit im Zusammenhang steht bei Montessori auch die Ästhetik. Eine klare, optisch ansprechende Gestaltung steht dabei im Vordergrund. Dies ist insbesondere auch ein zentrales Thema in der Reggio-Pädagogik. Ästhetik ist dabei nicht zu verwechseln mit Dekoration oder dekorativen Objekten. Die Bedeutung des Raumes ist insbesondere in der Reggio-Pädagogik herausgearbeitet worden. Aus diesem Zusammenhang stammt auch das Diktum vom Raum als drittem Erzieher. Der Objektbezug war eines der wesentlichen Merkmale des Spiels. Daran werden Sie sich sicher erinnern. Objekte kann dabei, ganz profan gesagt, Spielzeug sein. Oder etwas elaborierter, die Spielmittel. Diese Bezeichnungen suggerieren aber, dass es sich um Objekte handeln sollte, die explizit zum Spielen hergestellt wurden. Wie wir sehen werden, ist dies aber keineswegs der Fall. Ich möchte zunächst drei Elemente nennen, die hier zu berücksichtigen sind: Verfügbarkeit, Vielfalt und Anregungscharakter. Die Verfügbarkeit bezieht sich zunächst darauf, dass Kindern bestimmte Spielobjekte zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass sie in ausreichender Zahl vorhanden sind, gerade um dauernde Konflikte darum zu vermeiden, wer mit einem besonders begehrten Objekt spielen darf. Veltzin weist jedoch auch darauf hin, dass es auch ein zu viel geben kann, ein Überangebot, das den Spieltrieb eher lähmt als anregt. Unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestimmung und Partizipation von Kindern ist es ebenfalls wichtig, dass potenzielle Spielobjekte für Kinder sichtbar aufbewahrt werden und dass sie, wenn möglich, selbstständig darauf zugreifen können. Die Vielfalt der Objekte besteht insbesondere darin, dass sie den unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen der Kinder entgegenkommen. Ein Kind mit eingeschränkter Handmotorik hat möglicherweise an einem Geschicklichkeitsspiel wenig Freude oder ist im Gegenteil besonders daran interessiert. Eine Verkleidungsecke, die ausschließlich aus Damenkleidern besteht, ist womöglich auch nicht für alle Kinder interessant. So bedarf es unterschiedlicher, vielfältiger Spielobjekte. Es sollten ebenso Objekte vorhanden sein, die einen Bezug zur Lebenswelt der Kinder haben und solche, die fremd und irritierend sind, beispielsweise weil sie alt sind oder aus einem anderen Land stammen. Auch sind Stereotype zu vermeiden. So kann aus der Puppenecke eine Rollenspielecke werden. Die Bauecke muss nicht nur aus Legosteinen bestehen, sondern kann auch mit anderen Gegenständen, beispielsweise Naturmaterialien oder Stoffen, zum Konstruktionsspiel einladen. Drittens sollten die Objekte anregend sein und einen Aufforderungscharakter haben. Insbesondere Objekte mit einfacher Grundform und durch Verformung und Kombination veränderbare Gegenstände können die Kreativität und Fantasie anregen. Hier möchte ich auch noch einmal den Bezug herstellen zu der in dieser Lehrveranstaltung bearbeiteten Perspektive der Konsumkindheit. Gerade der Spielzeugmarkt ist nahezu ausufernd und umfasst sehr viel werbliches Spielzeug bzw. Merchandising-Artikel. Auch diese Spielobjekte haben ihre Berechtigung, spiegeln sie doch eben auch einen Teil der Lebenswelt von Kindern. Jedoch sind daneben eben auch einfache Objekte notwendig. Kindertageseinrichtungen in Reggio Emilia beispielsweise nutzen Recyclingmaterial aus der ortsansässigen Remida, die sich auf die Aufbereitung von Industrieabfällen spezialisiert hat. Und auch Alltagsobjekte haben einen hohen Anregungscharakter. Auf Instagram stelle ich momentan jede Woche ein neues Alltagsobjekt unter dem Gesichtspunkt des Spiels vor. Schauen Sie unter @kinderbildung einmal nach. Es ist wenig sinnvoll, zwischen wertvollem und weniger wertvollem Spielzeug zu unterscheiden. Was nützt das schönste Holzspielzeug, wenn es Kinder nicht nutzen? Entscheidend ist, dass die Objekte Kinder zum Spielen anregen und vielfältige Anknüpfungspunkte bieten. Ein erster Ansatz für Partizipation und Mitbestimmung von Kindern.
Das Spiel lebt von seiner Zeitlosigkeit. Die Fähigkeit der Kinder, sich ins Spiel zu vertiefen, braucht freie Zeit. Das ist bei sehr jungen Kindern noch weitgehend selbstverständlich und leicht umsetzbar. Mit zunehmendem Alter verändern sich jedoch die Zeitstrukturen. Und es wird immer schwieriger, die eigene Zeitstruktur und Dynamik des Spiels angemessen zu berücksichtigen. Deshalb ist es eine wichtige Anforderung an Kindertageseinrichtungen, feste Zeiten für freies Spiel zu erhalten. Hier geht es darum, eine Balance mit Tagesritualen wie Essen oder dem Morgenkreis zu finden. Das Spannungsverhältnis zwischen Flexibilität und Freiheit einerseits und Struktur und Rhythmus andererseits produktiv zu nutzen, ist eine dauernde Herausforderung im Kita-Alltag. Heimlich bezeichnet das Vorhandensein von freien Spielzeiten als Prüfstein für die Kindgemäßheit des Tagesablaufs. Wir haben das Spiel in den vorangegangenen E-Lectures als eine universelle und grundlegende Tätigkeit kennengelernt. Diese grundlegende Tätigkeit kann aber durch bestimmte Rahmenbedingungen unterstützt werden, wie ich sie hier anhand der vier Dimensionen Person, Raum, Zeit und Objekte charakterisiert habe. Abschließend noch ein letzter Gedanke zum Thema Spiel, der uns weiterführt in unserer Auseinandersetzung mit der Pädagogik der frühen Kindheit. Das Spiel ist aufs Engste verknüpft mit dem Lernen. Das Spiel fördert das Lernen, zugleich erfolgt das Lernen gerade in der frühen Kindheit meist spielerisch. Wir werden uns deshalb im nächsten Schritt mit dem Lernen genauer auseinandersetzen.